Es reicht. Keine Impfung, kein Schulbesuch. Mit dieser Maßnahme reagierte das Gesundheitsamt in Hildesheim auf einen Masernausbruch an der Oskar-Schindler-Gesamtschule. Seit Jahresbeginn sind in Niedersachsen mehr Menschen an Masern erkrankt als im gesamten Vorjahr. Hier findet man das Schulverbot richtig. Ja, wir wollen ja nicht, dass sich die Masern weiter ausbreiten. Eigentlich sollten sie ja 2020 ausgerottet sein. Das Ziel haben wir verfehlt und jetzt muss man da irgendwie handeln. Da finde ich richtig. Weil sonst erkranken ja viel mehr und dann kann es zu einer Epidemie kommen. Nicht nur Schulen, auch Kitas und Arztpraxen weigern sich immer häufiger, Nicht-Geimpfte hereinzulassen. Verständlich, sagen Gesundheitspolitiker. Die bessere Lösung aber ist die Impfpflicht für alle. Wir müssen als Gesetzgeber da eine für alle gültige Lösung finden, sodass nicht die Kinder im Prinzip dafür haften, dass die Eltern unvernünftig sind oder zum Teil auch egoistisch. Mangelnde Impfbereitschaft zählt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den gegenwärtig größten Gesundheitsrisiken der Welt. Allein in Europa haben sich die Ansteckungszahlen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Von 27.000 auf mehr als 82.000. Dabei kann eine Ansteckung zu einer Gehirn- oder Lungenentzündung und somit zum Tod führen. Und zwar nicht nur bei Kindern. Gerade Masern bei Erwachsenen verlaufen oft viel, viel schlimmer als bei Kindern. Also gerade die Komplikationsrate ist höher, je älter die Personen sind. Und ausgerechnet viele Erwachsene sind nicht geschützt, weil sie die nötige Impfauffrischung schlichtweg vergessen haben. Also Impfpass suchen und im Zweifel vom Arzt überprüfen lassen.